Über Umwege doch noch zum Erfolg. Das ist das Abenteuer von Michael Aguilera, Prinz Michael bei Fire Emblem Fates Vermächtnis. Hi, willkommen zurück und es wird Zeit, Kapitel 3 abzuschließen. Die Reise beginnt mit Michael und Gunther. So habe ich mir das nicht vorgestellt, aber zumindest erfüllt ihr Vaters Mission. Ihr seid der Anführer dieser Truppen? Ha, ihr seid nur ein Knabe. Wer bist du? Ich kann euch das Leben zu nehmen. All zusammen, werden ihm noch angegriffen. Vernichtet sie. Das lasse ich nicht zu. Wer spricht da? Was? Das muss ihr wahrer Anführer sein. Was geht hier vor, Michael? Sander, woher wusstest du, dass wir in den Schwierigkeiten stecken? You have the devil's own luck. Wir sind gerade rechtzeitig gekommen. Du wirst nie vom Pech verfolgt, oder, Bruderherz? Geht es dir gut? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Wir sind alle für dich da, Michael. Danke euch allen. Wir sollen ihn doch nicht uns angreifen aus den Augen verlieren. Wer wagt es, meinen geliebten Michael anzugreifen? Ich werde sie vernichten! Ich bin nicht verletzt, Camilla. Aber, Liebling, der Gedanke zählt. Er fragt sich als Wyvern-Ritterin oder sogar Wyvern-Meisterin. Alter! Ich wusste nicht, dass Camilla so skrupellos sein kann. Sie ist eine Frau, hallo? Richtig, du hast sie noch nie zuvor im Staffel erlebt. Das läuft überhaupt nicht gut. Saizo, stimmt das nicht? Wie sieht's aus? Ich habe die Situation falsch eingeschätzt. Wir sind in der Unterzahl. Kageru, haben wir noch jemanden, der auf dem Weg hier ist? Ja. Gewiss, Milo und Ryuma ist direkt hinter mir. Dann ist die Schlacht so gut wie gewonnen. I see. Jo, was sollen wir tun? Was ist denn eingeschätzt? Kein Grund, Hoshi so weit anzugreifen. Michael, du nimmst mit Gunther die Führung. Wir folgen euch. In Ordnung, danke, Sender. Und tschüss. Tschüss. Was macht die anderen jetzt? Oh. Gunther, hast du Felicia gesehen? Sie war eben noch hier. Ich bin sicher, dass sie dicht hinter uns ist. Und jetzt Beeilung, ich will nicht einen Moment länger auf dieser Brücke verweilen. Don't worry, you won't have to stand there much longer. Keine Sorge, du wirst nicht länger hier stehen müssen. Hans! What? Was soll das bedeuten? Schluss mit dem Geschwätz. Stirb! Alter Berserker! Hans, nein! Wieso tust du das? Nein, ein Verbündeter! Je, habe ich schon aufpasst, seit wenn ich Schluch geworfen. Ja, hier könnt ihr ihn unten wiedersehen. Dafür wirst du büßen! Was? Was für eine Art Missgeburt seid ihr? Diejenige, die dich killen wird! Im Super Smash-Style! That's impossible! Ich verlange Antworten, Hans. Warum tut ihr das? Wieso hast du die Hoshin provoziert? Warum hast du Gunther getötet? Antwort mir! Verfolge nur Befehle. König Garens Befehle. Du lügst. Komm zurück, du elender Feigling! Was? Mein Schwermannster gerade. Wieso macht mein Schwert gerade eigenständig davon? Oh oh. Mein Clan! Meine Götter! Mein Blut! Ihr Drachen, gewährt mir Stärke! Mächtiger Molo, ich ersuche euch!
Lilith, bist du das? Was bist du? Milo, Michael, ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Das ist vielleicht ein Schock für euch, aber ich bin kein Mensch. Was du nicht sagst. No. Nun, das kann ich sehen. Bist du ein Drache? Ja, das ist meine natürliche Form. Ihr sah mich bereits so. Erinnert ihr euch? Der merkwürdige Vogel, den ihr im Stall gerettet habt. Das warst du? Ja, nachdem ich mich erholte, war es mir möglich, Menschengestalt anzunehmen. Ihr wart so gut zu mir, dass ich beschloss, ein Mensch zu bleiben, um euch zu dienen. Doch nun nutzte ich eine Macht, die über die Menschgestalt hinausgeht. Ihr kann mich nicht mehr in diese Gestalt zurückwandeln. Das macht mir nichts. Das Wichtigste ist, dass ihr in Sicherheit seid. Lilith, sei vorsichtig, lass mich fallen, ich lasse nicht für mich sterben. Erste Drachen, ich ersuche euch, gewährt uns Zugang zur Astralebene. Habe ich schon mal erwähnt, dass das Spiel immer verrückter wird? Was ist passiert? Wo sind wir? Astralebene? Well. Ja, ich frage nochmal, wo sind wir? Das ist eine Parallelwelt zu jener, in der ihr lebt, Milo Michael. Sie ist bekannt als Astralebene. Huh? Kannst du uns hierher bringen? Die ersten Drachen gaben uns die Macht, diese Dimension zu bewohnen. Unter ihrem Schutz sind wir hier sicher. Oh, erlaubt mir euch, einen Ruheplatz herzurichten? Ein Baumhaus. Hast du ihn einen Drachenader genutzt? Ja, die Macht der ersten Drachen existiert ungehindert in diesem Reich. Ihr sollt wissen, dass Zeitenraum hier auch anders funktionieren. Ja, wir haben noch viel zu lernen. Ist noch jemand hier? Nein, wir sind allein. Es ist keiner mehr übrig. Es tut mir leid, ich wollte keine schlechten Erinnerungen wecken. Ist schon gut, Michael. Ich bin nicht einsam, solange ich euch habe. Nun, ihr sollt auch etwas ausruhen. Ja, versuchen können wir's. Hashtag verrückter geht's immer. Wie fühlt ihr euch, Michael? Ich weiß, es sind viele neue Eindrücke. Ja, richtig, aber es geht mir besser. Meine Wunden scheinen schon verheilt zu sein. Mein Kopf dreht sich, ich habe so viele Fragen in der neuen Welt. Alles zu seiner Zeit. Vorher gibt es noch Dinge in der anderen Welt zu regeln. Ja. Du hast recht, ich kann nicht entspannen, bevor nicht alle in Sicherheit sind. Natürlich, es gibt nur etwas, das ihr wissen müsst, bevor ihr zurückkehrt. Wenn ich das Portal öffne, kehrt ihr in denselben Ort zurück, von dem ihr kamt. Das bedeutet, ihr kehrt zurück an die Hoshidische Grenze. Es könnte sein, dass dort Soldaten auf der Lauer liegen. Understood. Ich verstehe, ich bin darauf vorbereitet. Nun gut, dann öffne ich das Portal. Ich bin zurück, aber wo sind denn alle hin? Du gehörst mir, Nora! Hm? Wow. Was für eine Rückkehr. 3 Sekunden tot. Geil. Das hat sich richtig gelohnt, hey? Oh, meine Fresse. Hoshido! Ja. Nicht schön, wir sind ja Feinde. Beim bodenlosen Schluch geht's in die Talsiedlung. Hm, du bist wach. Ah, Rinka, die kennen wir ja. Entschuldigung, Schlag auf den Kopf eben. Oh. Das bist ja du. Du bist doch vom Feuerclan, richtig? Wo sind wir? Aha. Ja, ich bin Rinka. Das ist ein Dorf des Feuerclans im Hoheitsgebiet von Hoshido. Ich übergebe euch dich den Hoshidischen. Ich kann es verdammt nicht aussprechen, ey. Ich übergebe dich den Hoshidischen Obrigkeiten. Hoshidischen. Ich verstehe. Sie wollen sicher eine Erklärung für den grundlosen Angriff haben. Und dann werden sie mich wahrscheinlich umbringen. Ja, ich denke eher weniger. Meine Göttern, sind sie da schon hier? Aha. Aha.
Oh. So treffen wir uns wieder. Du bist Case, richtig? I'm glad you're safe. Ja, ich bin froh, dass wir euch gefunden haben, Prinz Michael. Huh? Tatsächlich? Moment, hab ich das verpasst? Let's go. Bitte folgt mir, es wird sich alles klären. Nun gut. Es sind irgendwie eine geheime Spionagegruppe in Hoshido und unterstützen doch irgendwie das Haus von Noah. Ich hab da keine Ahnung, ey. Shirasagi, der Thronsaal. Klingt sehr japanisch. Königreich Hoshido, Schloss Shirasagi. I've been waiting for this. Willkommen zurück, Case. Gute Arbeit. Thank you. Danke, Milord Ryoma. Huh? Hast du ihm Milord Ryoma gesagt? Uh-huh. Ja, das ist der Kronprinz von Hoshido, Milord Ryoma. Ich verstehe. Worauf wartest du? Wenn du mich töten willst, dann tu es endlich. Hallo, schöne Frau? I cannot believe it. Ich kann kaum glauben, dass du es wirklich bist. Huh? Verzeiht aber, kennen wir uns? I am so happy. Oh, ich hab dich so sehr vermisst. Komm her, Michael, mein lieber Junge. What? Euer lieber Junge? Wovon redet ihr? Das ist nicht möglich. Der offenbar irgendwie schon. Please, listen. Oh, mein armer Michael, es ist eine traurige Geschichte. Als noch klein warst, wurdest du von norischen Truppen entführt. Ich bin deine Mutter, Mikoto. Ich wusste nicht, ob ich dich je wiedersehen würde. No. Aber König Garen ist mein Vater. Nichts, was er sagt, gibt yes. Sinn. Es ist sicherlich ein Schock, aber ich versichere dir, dass sie die Wahrheit sagt. Ich bin ein älterer Bruder, Ryoma. It can't be. Nein, sind das mein älterer Bruder, Leo, Elise und Camilla sind meine Geschwister. Don't be fooled. Sind das die norischen Königskinder? Sie sind nicht eine wahre Familie. Ich erinnere mich an den Tag, an dem du entführt wurdest. Zu einer Zeit gab es Spannungen zwischen Hoshido und Noor, aber keinen Krieg. Zumindest nicht bis Garen, unserem Vater, König Sumeraki, unter falschem Vorwand, nach Schäf lockte. Er behauptete, es ging um eine Friedenskonferenz. Puh. Sein wahrer Plan bestand darin, unseren Vater kaltblütig zu ermorden. Und um alles noch schlimmer zu machen, entführte er dich. Nein, das kann einfach nicht wahr sein. Erinnerst du dich wirklich an nichts davon? Nicht einmal an eine Kleinigkeit? Nein, ehrlich gesagt habe ich nur vage Erinnerungen an meine Kindheit. Obwohl. Es gibt Momente, in denen ich etwas unter der Oberfläche spüre. Ein verschwommenes Bild, wie ein Stein auf dem Grund des Sees. Schimmernd, flüchtig. Ja, mehr nicht. Nichts Greifbares. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die norischen Adligen dir viel über deine Vergangenheit erzählt haben. Ich weiß, das ist alles etwas viel auf einmal. Reporting. Milord Ryoma, ich habe eine dringende Nachricht für euch. Wir werden von Norden her angegriffen. What? Nein, Hinoka und Sakura haben sich gerade in diesem Gebiet auf. Sure. Ja, Milord, man sagt mir, dass sie dabei helfen, die Dörfer zu evakuieren. Ja. Sehr gut, wir müssen Unterstützung schicken, ich mache mich sofort auf den Weg. Michael, begleitest du mich?
Ich will, dass du die Wahrheit mit deinen eigenen Augen siehst. Verzeih, dass wir uns ausbremsen, dass wir auch jetzt den Knöchel verstauchen. Keine Sorge, Schwesterchen, wir kommen schon zurecht. Sie sind nur im besten Namen, keine Chance gegen mich. Ich hoffe, du hast recht. Alle besiegen, auch unsere eigenen Truppen. Sieh dich um, Michael. Das ist eine typische Gegend für einen Kampf. Es ist wichtig, die Gegend zu erkunden und schwieriges Gelände auszuspähen. Ja, schön, und du löst trotzdem die Frage, wie zu Henker soll ich jetzt wissen, wer hier lügt, wer die Wahrheit spricht? Das kann ich gar nicht wissen, Mann! Oh, danke, netter Krieger. Alle in unserem Dorf sind so dankbar. Bitte nimm das. Viel Glück! Wenn ein bisschen mehr Glück war. Ach du Scheiße, Nora. Ungesicht, was? Kettenfaust. Die ganze Waffe, die ein Ungesicht braucht. Erstmal gucken. Ach du Scheiße, okay. Wir müssen schnell hoch, Freunde, aber wie sollen wir hier rüberkommen? Okay, ja, gut. Okay, machen wir es doch so. Heilmittel, sehr schön. Jo, vielleicht doch gar nicht mal so eine schlechte Idee. Was mal drauf gehen sollte. Man kann nie wissen. Alter, wollte gerade sagen, kann ich nicht steuern? Ein Schwertmeister wäre so geil gewesen. Jetzt ist nur die Frage, wer muss fast da? Erstmal den hier wegschmelzen. Dragon Power! Ist das die Macht der Drachennader? Ich hatte keine Ahnung. Die alte Macht der Drachen nutzen zu können, ist wohl auch ein Geschenk. Ich frage mich, ob die Adligen diese Macht kontrollieren können. Drachennader und Club zu nutzen können hier der Schlüssel zum Sieg sein. Das war eigentlich so mal mein Plan. Um mehr zu sein. Kann natürlich sie theoretisch. Naja, vor allem Waffendreieck, dachte ich gerade. Kann mal gucken, wie das genau aussieht. Jo, weg wäre er schon mal. Wie sieht es dann mit dem nächsten aus? Kannst du dem wegblenden? Kommt der noch? Kommt der auch noch? Dann wären schon mal drei Gegner. Wobei, wir sind jetzt. Das müsste trotzdem klappen, wa? Jo, versuchen wir's mal. No risk, no fun! Na gut, König Garen ist natürlich schon ein ziemlich mieser, fieser Sack, dass der nicht unser wahrer Vater sein kann, glaube ich, noch gerne. Kettenfaust! Alter, voll auf die 12. Und wieder Erfahrungspunkte weg, die nicht uns gehören. Kettenfaust! That was a good fight. Und tschüss. Ich bin auch noch da! Der Schurkentyp gefällt mir doch sehr, sehr gut. Blütenfest, ich heile dich. So, wir müssen schnell rüber. Die Schlacht, oder du kannst ihn befehligen, nach einem eigenen Messen anzugreifen. Autokampfer. Nee. Nee, ich war noch nie ein großer Fan von Autokampf, ganz ehrlich. Am besten würde ich sogar sagen. Den hier schmelzt, ist das ganze Teil hier weg. Aber natürlich den hier nicht mehr, aber dann den wieder. Dann mache ich einen Umweg über den Berg und gehe einfach so drüber. Kann man hier
Wechsel, Transfer, zack, bums, so. Schmelzen! Nice! So, bin du direkt drin, aber ist kein Problem. Ich gehe trotzdem mal mit ihr hier rüber. Soll nur kommen! Alter, doch noch! Der macht viel Damage, Alter! Wir sind dann noch kein eingespieltes Team. Oh, komm schon! Halt doch, Schwester, und ich komme! Mein Ryoma wollte Erfahrungspunkte haben! Den Donnerschwert? Ach du Scheiße. Ja, du, der kann gut lachen. muss ich auch mal sagen. Tauschtransfer. Ne, wieso nicht, wa? Sonst mal mit ihr ein bisschen zu zocken. Wäre natürlich auch geil. Jai, jai, jai. As it should be. Du sagst es. Wenn ich mir jetzt da hochstelle, wer kommt alles hin? Weil wir natürlich nicht, dass direkt alle kommen. Achso. Wir können ruhig hier hinstellen. Und jetzt eben ist mal die Frage, wen packe ich jetzt da rüber noch? Mach's mal so, war. Mit Rico mal ein bisschen testen. Und du, geht jetzt auf ihn los. Und Case hat ein Level Up! Mit dieser Kraft kann ich alle beschützen! Ich hoffe es für dich. Echt so eine Art Donnerschwert, krass! So, die kommen nicht runter oder können nicht, weil sie eben da oben gefangen sind. Sehr gut, das kann du auch nachher zunutze machen. Rinka hat wohl nicht vor mir zu helfen, war. Und der Mist. Gut, ich muss sie halt so ein bisschen ablocken. Zu dem kommt auch keiner hin. Ja, das passt doch. Nicht ganz optimal, aber es geht. Hört den Faust! Angriff! Und Doppelangriff. Vergesst es, Leute! Nein, Ryoma, nicht meine Erfahrungspunkte! Du bist so ein Arsch! Here we go. Wenn er mir einfach in die Erfahrungspunkte klaut! Alright. Ja, darf bitte erstmal ihn hier killen, Dankeschön, und dann kann ich mit ihm quatschen. Wollte gerade sagen, eventuell noch der Heiler gewesen, wenn ich getroffen hätte. Wann sind wir noch schwach, ey? Dann bauen wir mal hier hin. Ich habe keine Angst vor diesen Kreaturen, solange genug in Nähe ist. Ja, ist sie ja mehr oder weniger. So, jetzt können wir mal quatschen hier. Danke vielmals. Uns geht es gut vorerst. Also, natürlich, um zu fragen. Und die letzte. Wird sogar zweimal quatschen, Cole. Hey, geht's doch gut? Wir sind hier, um euch zu helfen. Dachte, ich kenne die Truppe meines Bruders. Egal, ich weiß eine Hilfe zu schätzen, aber sie ist nicht notwendig. Es braucht mehr als ein paar Dutzend 500 Kilomons, um mich zu besiegen.
Hm? Also nimm das, nutze es, um deine Wunden zu heilen. Ich bin Michael, freut mich, dich kennenzulernen. Das kann nicht sein. Das kann kein Zufall sein. Mein Bruder? Ja, offenbar schon. Ich wollte sie jetzt hier eigentlich noch Sicherheit bringen. Hallo? Wieso habt ihr mit ihnen Quatsch? Wieso kann ich jetzt nicht? Okay, Ryuma, kannst du sie bitte wegbringen? Das ist sonst sehr doof hier. Mann, ich kann nichts tun! Er tut entweder, sind die beiden tot oder Case? Und Case ist ein Verbündeter. Wenn er gekillt wird, ist es hoffentlich nicht so schlimm. Natürlich! Daneben, ich glaub's auch. Tut mir leid, wir waren ein bisschen spät dran. Ich hab damit. Ja, wenn das nicht gescriptet ist, dann fress ich einen Besen, ganz ehrlich. Jetzt aber Schluss mit lustig hier. Wieso wusste ich, dass das passieren würde? Wieso wusste ich es? Das muss jetzt aber klappen. Was? Was kann man für ein fucking Pech haben? So, das geht gar nicht anders. Das muss es gibt jetzt sein, dass jetzt plötzlich nicht mehr trifft, weil es dann K.O. wäre. Und natürlich klaut er mir die Erfahrungspunkte. Ja, leck mich doch am Füdli, ey. Ja, immerhin macht das ein bisschen epischer. Mit einem Critical Hit und der Part ist sowieso eigentlich vorbei. Ja, Spielerphase, was soll ich jetzt machen? Hallo? Hä, was ist eine Mission? Aha, alle besiegen. Ja gut, wenn das natürlich so ist, dann gehen wir wieder. Dauert jetzt zum Glück nicht so lange, nur ewig keine 3 Tage, aber hey, ist ja gut. Weg mit dem Berg. Ja, plötzlich kommen alle, wa? Oh ja, ja, da kommen plötzlich alle. Ach du Scheiße. Brüder, help me if you can! Autsch. Level 7, aber dringend nötig. Mein Training, ja schön, Kabelpunkt mehr und ein bisschen mehr Stärke. Ja, Beistand, als ob die mir jetzt großartig helfen würde. Was? Mir gerade echt noch Schaden gemacht, WTF. Jo, ja, hau mal ab, das bringt sowieso hier sonst nichts. Michael, ein Kritiker wäre mal ganz nett. Ja, so geht's natürlich auch. Mal 4 Schaden rein zurück, T. Gut, gleich ist es over. Natürlich, jetzt kommt Ryuma nicht mehr und hilft mir. Wir sind gerade irgendwie der Kopf hat geflogen. Sieht fast so aus, wa? Oder war es bloß der Helm? Jetzt kommen die Nächsten, die schwächer sind, habe das Gefühl. Alles fürs Training, Freunde!
So, und wäre der natürlich auch gleich mal erledigt. Und wir kriegen ein weiteres Level Up. Level 8. Endlich mal ein bisschen mehr Defense. Auch bitter nötig. Toll. Ah doch, klappt ja. Ninja Style, Ninja Style. Das war Ninja Super Style. Abgeschlossen, Michael und Rika. Yes. Thank you so very much. Danke, dass du uns zur Hilfe kamst. Diese Monster hätten viel mehr Schaden angerichtet, wärst du nicht gekommen. Darum musste ich fragen, wer bist du? Mein Name ist... Dein Name ist Michael. Ja, schön, dich richtig kennenzulernen. Inoka, geht es dir gut? Endlich! Nach all den Jahren! Ich hab dich so vermisst! Entschuldige. Aber... Inoka hing sehr an dir, als du noch klein warst, Michael. Als du uns genommen wurdest, weinte sie monatelang. Eines Tages hörte sie auf zu weinen und nahm eine Naginata in die Hand. Und ich muss sagen, findest du dich jemals am anderen Ende ihrer Waffe wieder, wirst du deine Lebensentscheidung bereuen. Sie schwur, dich eines Tages zurückzubringen. Und jetzt bist du hier. Sorry. Naja, das ist zwar eine sehr schöne Geschichte, keine Frage, aber ist sie ja wirklich wahr? Es tut mir leid, Michael. Normalerweise bin ich nicht so emotional. Ich bin nur so froh, dich wieder zu haben. Nehmt das, sinorische Mistkerle. Wir gewinnen, ihr verliert. Warte, ist das wirklich Michael? Ja, ich weiß, es sind große Neuigkeiten. Ich erzähle dir den Rest später. Also gerade mal so einfällt. Wenn es wirklich unsere wahre Familie ist, dann haben ja die Frauen darin offenbar rote Haare und die Söhne darin braune. Also wir haben, das Ryoma hat, von dem her... Lass uns nach Hause gehen, alle zusammen. Was sind das überhaupt für Wesen? Man nennt sie Ungesichter. Kreaturen ohne eigenen Willen, die von norischen Magen erschaffen werden. Ich nenne sie nur totes Fleisch. Aber sie sind das Einzige, was nur im Moment gegen uns aufbieten kann. Mutter, Königin Mikoto, deine magische Grenze des Königreichs errichtet. Normale Soldaten verlieren ihren Willen zu kämpfen, wenn sie überschreiten. Solange Mutter die Grenzen aufrechterhält, kann nur nicht in Hoshido einfallen. Deshalb schickt nur diese Wesen. Sie haben keine Seele oder eigenen Willen. Deswegen können sie die Grenze überschreiten und terrorisieren. Aber nur würde doch keine Monster schicken, um Unschuldige zu terrorisieren. Naja, also unsere, sag jetzt mal, Stiefgeschwister jetzt mal, die vermutlich eher weniger, aber unser Stiefvater, König Garen, dem traue ich das durchaus zu und sogar noch um einiges mehr. Natürlich würden sie, sind durch und durch böse. Manchmal lehnen sie ihre Ungesichter auch gegen die Magie auf, die sie erschufen. Den Nuren ist das egal. Sie opfern sogar ihre eigenen Leute, um anderen zu schaden. Das vergebe ich ihnen nie. Das und dass sie dich entführten. Sie werden für alles Leid bezahlen, das sie verursachen. Das kann ich einfach nicht glauben. Willkommen zurück, Michael. Das ist dein altes Zimmer. Was ist das hier? Oh, das ist ein Bild, das du gemalt hast, als du noch klein warst. Das ist dein Vater, das bin ich und das bist du. Es ist so süß. Wir haben nichts verändert, seit du entführt wurdest. Hätten wir deine Sachen weggeräumt, hätte es sich nach Aufgeben angefühlt. Du bist so groß geworden. Ich kann nicht glauben, wie hübsch du geworden bist. Oh, Es tut mir leid, aber ich erinnere mich immer noch nicht. Oh? Ich weiß einfach nicht, wie ich auf eure Geschichten reagieren soll. Ich glaube, dass ich euer Kind sein könnte, aber jeder hier ist ein Fremder für mich. Ich verstehe, Michael. Bitte mach dir keine Sorgen darum. Entschuldigt. Da steht ihr nun. Meine wahre Mutter und ich fühle einfach nichts. Bitte, das ist doch verständlich. Du brachtest deine Kindheit in Nur. Sicherlich wurdest du gut behütet. Du brauchst Zeit, um über alles nachzudenken um deine Seele zu erforschen. Aber ich hoffe, dass wir eines Tages in deiner Familie sein können. Go on. Mach es dir vorerst gemütlich. Erkunde das Schloss oder schlendere durch die Straßen. Du bist hier sicher.
kann nicht aufhören, an Xenon zu denken. Ja, und ich kann nicht aufhören, daran zu denken, dass der Part bereits viel zu lange vorbei ist. Freunde, wie es weitergeht hier mit dieser unglaublichen Geschichte und ja, wie es halt vor allem dann mit unseren Geschwistern nur weitergehen wird, ob sie das bereits alles wussten, wer wir wirklich sind und natürlich auch noch was das für ungeahnte Kräfte waren im Kampf gegen Hans, das und vieles mehr. Hoffentlich in der nächsten Episode hier bei Fire Emblem Fates Vermächtnis. Bis dahin, ciao zusammen.